Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde unseres kriminalistischen Ratespiels, hier bei uns im Studio und vor allem Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause am Bildschirm. Jawohl. Jawohl, es ist ein Ratespiel und die vielen Freunde, die seit Jahren unsere Hilfsdetektive sind, wissen, worum es geht. Nicht wie bei einem anderen Krimi sich behaglich im Sessel zurücklehnen und sich begruseln lassen. Nein, bei uns müssen Sie auf der Hut sein und wachsam wie ein Luchs, denn Sie selber sind heute Abend Detektiv und Sie sollen über eine Indizienkette dem Täter auf die Spur kommen und ihn überführen. Es geht also um Indizien. Und es wird Ihnen keine Information unterschlagen, die nicht auch unseren beiden Detektiven, Kommissar Bernard und Inspektor Janot, zugänglich gemacht wird. Damit wir aber sicher sind, dass Sie heute Abend dem Täter auf die Spur kommen, haben wir wieder drei prominente Gäste zu uns ins Studio gebeten, die ich herzlich begrüßen darf. Frau Brigitte Beckenbauer. Frau Ursula Herkin. Frau Hannelore Werner. Herzlichen Dank fürs Erscheinen, für den Mut, mit dem Sie an diese Aufgabe herangehen. Und Sie sehen, wir haben ausschließlich drei Damen gebeten, diese harte Nuss zu knacken, weil das schreckliche Geschehen, was in wenigen Minuten vor Ihren Augen abrollt, in einem Milieu spielt, von dem wir annehmen dürfen, dass Damen sich dort halt viel besser auskennen. Es spielt nämlich in irgendeinem Schönheitssalon, einem Schönheitsinstitut irgendwo in Paris. Und ich möchte gleich betonen, dass jede Ähnlichkeit mit irgendeinem deutschen Institut rein zufällig wäre. Nun aber, meine Damen, darf ich rasch noch zur Einführung fragen, wie es bei Ihnen denn mit dem kriminalistischen Interesse aussieht. Frau Beckenbauer, die Gattin des, das darf man ohne Übertreibung sagen, erfolgreichsten Fußballspieler Europas. Im Gegenteil, man hat ja jetzt schon ihn den deutschen Pelé genannt in der Fachpresse. Was hat Frau Beckenbauer für eine Beziehung zum Krimi? Ja, außer dem Fußballkrimi, den ich ja zum größten Teil erlebe, erfahre ich natürlich einiges über meinen Mann, der ganze Stoß so Krimi-Bücher mit aus dem Trainingslager nach Hause bringt. Also Franz ist ein Krimi-Fan. Ja, sehr. Und wenn Sie eben auf die Fußballsituation anspielten, ich gebe gerne zu, dass viele Fußballspiele spannender sind als Krimis in der Literatur, im Film. Aber auf die Bundesliga-Skandale wollten Sie nicht anspielen. Nein, bitte. Gut, alles. Frau Beckenbauer, dann darf ich Frau Herking die gleiche Frage stellen. Liebe Ursula, Sie haben ja, glaube ich, sehr, sehr direkte Beziehungen zum Krimi. Nein, nicht unbedingt. Mein Mann und ich lesen sehr gerne Krimis. Wir haben eine ganze Sammlung von Krimis, von Pocketbooks. Mhm. Und gibt es da einen Autor, den Sie besonders lieben? Das wechselt, je nachdem. Wer gerade? Bei uns ist Fletcher im Moment. Fletcher wird sich freuen, wenn er es hört und sein Verleger auch. Und Sie, liebe Hannelore Werner, haben auch einen Titel, den man so schön in den Raum stellen kann. Sie sind die schnellste Rennfahrerin Europas. Ich glaube, die einzige Frau überhaupt, die einen Formel-2-Wagen fährt. Ja. Und können Sie rasch den Laien noch eben sagen, wodurch sich der Formel-2-Wagen nun wieder von dem Formel-3-Wagen unterscheidet? Ganz primitiv ausgedrückt. Ja, rein äußerlich an für sich gar nicht, nur von der Motorleistung. Mhm. Die Formel 2 hat in diesem Jahr einen 2-Liter-Motor mit ca. 260 PS und der Formel 3 ca. 130. Dann sind Sie also eine Frau über 260 Pferdestärken. Und wie sieht es bei Ihnen mit den Krimi-Beziehungen aus? Wenn ich Zeit habe, lese ich welche. Auch gerne. Dann haben wir eine gute Wahl getroffen. Wir freuen uns, dass Sie uns helfen wollen. Und nun, liebe Zuschauer zu Hause, passen Sie genau auf, wenn wir jetzt mit der Geschichte anfangen. Irgendwo auf einer Straße in Paris beginnt das Geschehen und wir bitten, die Geschichte abzufahren. We'll be right back.
die Bronze, es gibt doch Polizei? Schon? Na, wenn man ihre eigenen Schilder umfährt, dann kommen sie. Aber schreien Sie mal nach zum Leben. Alle zurückdrehen. Sind Sie verletzt? Wir bringen Sie ins Krankenhaus. Haben Sie aber Glück, dass wir gerade hier vorbeikommen. Sollen wir jemanden benachrichtigen? Nein, nein, es geht schon wieder. Nicht ins Krankenhaus, nicht ins Krankenhaus. Ja, wirklich, ich fühle mich schon viel besser. Also Herrschaften, alle, die nichts gesehen haben, weitergehen. Und wer hat schon was gesehen? Ja, sehen direkt auch nicht. Ich bin in Eile, ich bin zweiter. Ich habe nichts gesehen. Ein Krach war da, verdammt nochmal ein Krach. Ich hab gedacht, die sind alle tot. Ja, ja, nun, und wer noch? Weitergehen, weiter. Sie kennen ihn? Weiß jedenfalls, wer er ist. Ja, ich kenne ihn. Und den Wagen, den kenne ich auch. Es ist Monsieur Paul. Paul, gut, und weiter? Tja, ich weiß nicht. Ich arbeite da im Schönheitssalon Jenny. Er kommt ab und zu und bringt Ware. Aber meine Chefin, die kennt ihn. Ist sie schon im Geschäft, Ihre Chefin? Sicher, er war ja gerade da. Gehen wir hin? Da, da kommt sie gerade. Hallo, ich meine nicht mit mir. Monsieur Paul hat einen Unfall gehabt. Paul? Welcher Paul? Von der BB-Kosmetik. Ah ja, der Lieferant. Und was habe ich damit zu tun? Wenn Sie seinen Namen wissen, vielleicht wissen Sie auch seine Adresse und die Firma, in der er arbeitet. Ich meine, es ist ja immerhin möglich. Sicherlich, aber können wir das nicht bei mir besprechen? Wie Sie wünschen, Madame. Bitte. Lange fummeln, die Tür ist ja auf. So was kann vorkommen. Das wird für meine Schwester aufgeschlossen haben. Glocke schlägt ja gar nicht an. Ich suche Ihnen die Telefonnummer der Firma raus, bei der er beschäftigt ist. Aber Madame, 935 21 20. Ja, natürlich. Ist er verheiratet, dieser Monsieur Paul? Wieso, besteht Lebensgefahr? Immerhin, der Kopf hat einen Stoß abgekriegt. Und beim Kopf hört der Spaß auf. Wenn ich einmal so sagen darf. Man weiß nie, ob er hart genug ist oder weich. Ich meine, darf ich mal bei Ihnen telefonieren? Ja. Mireille, machen Sie Licht. Ich verstehe nur nicht, warum er nicht auf Sie gewartet hat, Madame. Auf mich gewartet? Wir waren nicht verabredet. Ach, immerhin wollte er doch zu Ihnen. Jedenfalls kam er von Ihnen. Wir haben keinen Strom, Madame, nirgends. Ach, schon wieder. Wir haben zu viele Apparate angeschlossen. Wir müssen da unbedingt was machen. Zum Telefonieren reicht's. Wie war die Nummer? 935 21 20. Sehen Sie, jetzt wissen Sie es sogar auswendig. Vielleicht wollte er meine Schwester besuchen. Ich meine... Um 8:30 Uhr morgens. Ich werde meine Schwester rufen. So nervös? Janine! Wie so hübsch ist. Aber immerhin. Immerhin ist das Ihr Freund, Ihr eigener. Ihr Verflossener, aber immerhin er... Ist besetzt. Noch was mit der Schwester und mit diesem Monsieur Paul. Sie haben Madame ganz schön durcheinander gebracht. Kommen Sie schnell! Was ist was Schreckliches passiert? Madame, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Der Hauptschalter. Macht eine Verbindung zum Kommissariat. Entschuldigen Sie bitte, mein Prinz. Gehen Sie bitte weiter. Kommissar vom Dienst zum Rüdner Schmand. Ecke Passus. Und ein Arzt, bitte. Der Vorhang jetzt schon, bevor der Medizinmann überhaupt aufgetreten ist? Halt es mal.
Mein lieber Monsieur, die Menschen haben eben eine höchst unterschiedliche Widerstandskraft. Manche erwischt es beispielsweise nur, weil sie in der Badewanne telefonieren. Aber Herr Kommissar, schließlich arbeitet dieser Apparat mehrere Stunden am Tag. Noch nie ein Unfall, noch nicht einmal der kleinste Defekt, seit Monaten. Tja, dann hat vielleicht das Ableben Ihrer Frau doch eine andere Ursache. Der Gerichtsarzt ist da, die Mordkommission ist verständigt. Wir werden hören. Moment. Ich verstehe nicht, was Sie damit sagen wollen. Der Tod meiner Schwester ist schrecklich genug, aber Sie scheinen, was weiß ich, hineingeheimnissen zu wollen. Und das alles vor dem Personal. Eine Hitze ist das bei Ihnen? Verdammt nochmal, du altes Haus. Na, sag mal, nach so langer Zeit. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Danke. Das ist wirklich ein Vergnügen, dich wiederzusehen. Sag mal, wie lange ist das jetzt eigentlich her? Oh, ganz bestimmt Jahre. Das letzte Mal war es bei einem Posträubern. Lad mich doch mal abends zum Essen ein. Dann können wir in Ruhe über alles klären. Gut, und dann... Oh, Verzeihung, das ist Kommissar Bernard, ein uralter Kollege von mir. Ja, und zum Tatbefund, Tod durch elektrischen Schlag. Was, und da rufst du uns an? Das Elektrizitätswerk hat dafür eine eigene Abteilung. Vorsicht, ich habe gesagt Tatbefund. Ich weiß nicht, was. Meine Herren, was soll das heißen? Tatbefund ist nicht Tatbestand. Handbuch für den praktischen Kriminaldienst, Seite 135. Hier eine Tote und am Ende der Straße ein Autounfall. Ein Mann ist gegen ein Verkehrsschild gedonnert. Er kam aus diesem Institut. Ich habe einen Zeugen dafür. Er kam also von einem Ort, wo er nicht erwartet wurde und wo wir knapp 30 Minuten später eine Leiche finden. Wenn er nun so durcheinander ist, dass er 200 Meter weiter ein Verkehrsschild umfährt, dann sage ich mir, da stinkt er nicht. Darf ich mich irgendwo hinsetzen? Ich muss meinen Bericht schreiben. Im Büro. Danke. Hallo, Doktor, Ihr Bericht. Tod durch Stromeinwirkung. So jedenfalls sieht's aus. Genaueres werde ich nach der Autopsie wissen. Fest steht nur Lähmung des Herzmuskels. Und da nicht rechtzeitig geholfen werden konnte, kam es zum Tod. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Sind Sie mit der Toten verwandt? Ihre Schwester und das ist der Ehemann. Madame, Monsieur, mein Beileid. War Ihre Schwester allein hier? Ja, leider ja. Seit über 3 Wochen kam sie früh morgens her, um sich gegen Zellulitis zu behandeln. Ja, der Unfall ist auf den Behandlungsapparat zurückzuführen. Ich lasse dich jetzt allein. Ja, lass uns bitte einen Bericht hier, dann brauchen wir die Herrschaft nicht so lange zu belästigen. In Ordnung, wir telefonieren miteinander. Ja. Sollten wir uns jetzt nicht ein paar Notizen machen zu diesem Fall? Wenn wir umbestellen sollen, dann besser gleich und wir schicken das Personal vorerst fort. Nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen, Gérard. Ich bitte dich, wenn wir streiten müssen, warte gefälligst bis nachher, wenn wir allein sind. Bitte nicht meinetwegen. Ich habe Zeit. Und Madame de Ribérac? Sie möchte ein andermal kommen, aber machen wir es geschickt. Und wir? Können wir gehen? Ich meine, wir kommen dann später wieder. Sie, meine Damen, Sie bleiben, bis ich Ihnen die Erlaubnis gebe, nach Hause zu gehen. Stellen Sie mal das Gedudel ab. Das ist Ihre Frau. Wundert Sie das? Das habe ich nicht gesagt. Natürlich nicht, aber ich kenne diesen Ton. Ist das Ihre Frau? Ein gewisser Altersunterschied zwischen einer Frau und einem Mann, ist das ein Verbrechen? Haben Sie die Tote entdeckt? Nein, meine Schwägerin. Und Sie haben Ihre Frau nicht hierher begleitet? Sie war ein erwachsener Mensch, sie konnte alleine laufen. Ich kam wie jeden Tag, um den Laden aufzuschließen. Ich saß beim Frühstück. Alles war wie immer. Das heißt, nein, eigentlich nicht. Mireille, meine Verkäuferin, wartete mit 2 Polizisten auf mich. Der Hauptschalter war herausgesprungen und die Ladentür war nicht verschlossen. Janine schloss jeden Morgen auf. Ich weiß, was ich sage, Gérard. Janine, ich meine meine Schwester, kam immer als Erste, aber sie ging durch den Salon hinein. Ich kam später. Viel später? Es kam darauf an, zwischen einer halben und dreiviertel Stunde. Was nennen Sie überhaupt einen gewissen Altersunterschied? 8 Jahre und 19 Tage. Die Stunden haben wir nicht gezählt. Meine Schwester hatte gar keinen Grund, den Laden aufzuschließen. Schließlich wollte sie während ihrer Behandlung morgens keine Kunden empfangen. Und warum nicht? Weil sie dabei kaum etwas anhatte. Aber einer ist doch gekommen. Der Mann, der vor Ihrem Laden den Unfall gebaut hat. Verzeihung, nicht vor unserem Laden, am anderen Ende der Straße. Es ist wirklich sehr warm hier bei Ihnen, auch ohne Mantel. 28 Grad, die Normaltemperatur für Badezimmer. Unsere Kundinnen laufen meist nackt herum. Oh, das wäre ein Job für meinen Mitarbeiter. Darf ich mich hier mal ein bisschen umsehen? Vor allem dort, wo es passiert ist. Zeig du sie. Ich möchte nicht. Ah, sieh mal an, Kommissar. Sie wissen, wo es lang geht. Also noch mal ganz von vorn. Im Reizstromgerät wird der Intensitätsgrad eingestellt. Mit 5 Milli, 10 Milli. Was für Millis? Milliampere. 1/1000 Ampere. Ich bin kein Ingenieur. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man todsichere Erfolge erzielt.
todsichere Erfolge. Sie sagen es. Ne, das ist eigentlich auch gar nicht mein Fach. Ich bin Visagist. Ich studiere die Gesichter. Modelliere sie neu auf dem Papier. Wir haben zu den verschiedensten Spezialkliniken Kontakte. Gut. Also hier regulieren Ihre Kundinnen ihre Milliampere. Nein, es ist immer eine Kosmetikerin bei der Kundin. Aber Janine war zu eitel. Sie kam früh morgens und kümmerte sich um alles allein. Schön, dann bestellen Sie mir doch mal einen Elektriker von der Firma, die Ihnen diesen Apparat geliefert hat. Hoffentlich ist der frei, die sind sehr belastet. Och, geben Sie nur Monsieur Janot die Nummer, der wird Sie schon entlasten. So. Also seine Krawatte jedenfalls finde ich abscheulich. Ja, Sie sagen es, Chef. Also, hier ist der Bericht des Amtsarztes, der Bericht des Wachmeisters und der Bericht des Revierkommissars. Janine Moulin, geboren am 19. März 1990, verstorben... Ja, danke, das heutige Datum kenne ich. Sie sind also Lieferant bei der Firma BP Kosmetik. Ja, ja, Madame Janine ist Kundin von uns. Sie werden doch noch erlauben, dass ich meine Untersuchung zu Ende führe. Ich wette, Doktor, sein Pulsschlag ist 120, aber das liegt nicht an seinem Unfall. Also nochmal, Sie waren heute Morgen bei Madame Janine und Madame Florence, über die haben wir uns überhaupt noch nicht unterhalten. Dabei ist das doch eine Freundin von Ihnen, oder? Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Alles wegen so einem Unfall, ich bin versichert. Was hat das alles mit meinem Privatleben zu tun? Ah, Florence ist also ein Teil Ihres Privatlebens. Sie war es einmal. Das ist jetzt schon bald. Und als Sie geläutet haben, machte es da Ding oder Ding-Dong? Was? Sie haben doch heute Morgen geläutet und ich frage Sie, welchen Ton die Glocke hatte. Na, wie immer. Na, ich glaube, ich lasse Sie jetzt in Ruhe. Sie haben sie nötig. Ich habe ihm eine Spritze gegeben. Aha. Übrigens, sie ist tot. Wer? Madame Janine, die Schwester von Florence, wurde heute früh getötet. Und Sie wissen das ganz genau. Deshalb nämlich waren Sie so durcheinander, dass Sie den Unfall gebaut haben. Unsinn! Mein Unfall hat damit gar nichts zu tun. Als Madame Janine starb, fiel die Hauptsicherung aus. Die Türglocke konnte also gar nicht anschlagen. Das ist Pech für Sie. Das können Sie doch nicht wirklich mit mir machen. Ich habe damit nichts zu tun. Und behandeln Sie ihn pfleglich. Er wird noch gebraucht. Sehen Sie, er braucht nur den Deckel abzuschrauben und die Eingangsstrippen auf den Ausgang zu legen. Normalerweise funktioniert das wie ein Stromgleichrichter. Sie wissen ja, wenn man die Autobatterie auflädt, dann braucht man einen Trafo und einen Gleichrichter. Wir hatten eigentlich nicht vor, unsere mangelhaften Kenntnisse in Physik hier und heute zu ergänzen. Ja, man hat dann umgedreht und die schöne Dame, bums, hat die 220 Volt voll genommen. Ja, das ist schon sehr geschickt gemacht. Man hat die ganze Einrichtung überbrückt. Ich sage Ihnen, die vollen 220 Volt. Oh ja, bei den feuchten Elektroden? Klar, das funktioniert. Nochmal von vorn, Chef. Madame schaltet den Strom ein. Sie legt sich hin. Sie nimmt im guten Glauben an die Technik und ihre Apparaturen die beiden Elektroden und legt sie sich auf die Oberschenkel. Ihretwegen werde ich mir doch nicht die Hose ausziehen, Chef. Sie nimmt die Handelektrode. Der Stromkreis ist geschlossen. Und Madame geht auf die Reise in ein besseres Jenseits. Und der Kurzschluss? Sie muss mit der Elektrode das Gerät berührt haben. Der Schutzschalter fliegt raus und... Ende. Also Mord. Chef, lassen wir unseren Apparat anlaufen. Der hat hoffentlich keinen Kurzschluss. Die Aktiven... Wir geben sich in die Startlöcher. Kommt Sie, Chef. Da zeige ich Ihnen noch eine direkte Tür zum Institut. Hier schleichen sich die Damen heimlich rein, um später dann in vollem Glanz zur Vordertür wieder hinauszusegeln. Durch diese Tür kam die Tote jeden Morgen. Ich sehe gar keinen Klingelknopf. Und das da. Und ich dachte, ich hätte Monsieur Paul. Der hätte wirklich läuten und läuten können und brauchte dazu keinen Strom. Ah, Sie hatten wohl gehofft, der Fall wäre bereits aufgeklärt. Ja, dann brauchten wir gar nicht unsere freien Mitarbeiter. Haben Sie geläutet? Ja. Nicht gerade sehr modern, diese Klingelanlage hier. Das benutzt sich auch niemand. Wir sind seit Jahren der Erste, der bei uns sieht. Die Tür steht immer offen. Ach, so ist das.
Ja, so ist das. Marie-Noëlle, ich bin fertig. Ja, Madame, ich komme gleich. Sind Sie frei, Mademoiselle? Dann suchen wir uns eine verträumte Ecke. Ah! Oh, verzeih. Ja, aber Monsieur, das können Sie doch nicht machen. Und ob ich kann, Sie kommen alle dran, meine Liebe. Sie glauben wohl, als Polizist können Sie sich alles erlauben. Ach, Sie haben mich komplett missverstanden, Mademoiselle. Es handelt sich um ein Verhör, weiter nichts. Und sehen Sie in mir nur den Beamten, auch wenn es schwer fällt. Nett, dass Sie mich benachrichtigt haben, Herr Doktor, aber selbst wenn ich wollte, ich kann seine Entlassung gar nicht verzögern, geschweige denn verhindern. Es freut mich trotzdem zu hören, dass wenigstens er in guter Verfassung ist. Wiedersehen, Doktor, und vielen Dank. Sie haben natürlich verstanden, Madame. Es ging um Ihren Freund. Paul ist nicht mein Freund, Herr Kommissar. Ich wiederhole mich nur sehr ungern. Na ja, vielleicht nicht mehr, aber seit wann? Na schön. Wie Sie wünschen, dann muss ich ihm das Personal verhören. Das ist unangenehm, aber nicht zu umgehen. Das sind Familienpapiere, persönliche. Ich muss vorbereitet sein. Auf was? Das müssten eigentlich Sie mir sagen. Wer heute Janine umgebracht hat, kann morgen mein Mörder sein. Woher wissen Sie eigentlich, dass es ein Mord ist? Der Elektriker hat vorhin von hier aus mit seinem Chef telefoniert. Aber ich habe es sowieso gleich gewusst. Sofort, als ich Janine sah. Er wollte sie loswerden. Wer? Gérard. Und warum? Vielleicht, um ein neues Leben anzufangen, ohne Janine. Ja. Um sie von einer Frau zu trennen, braucht man sie nicht gleich umzubringen. Trennung, ja. Die wollte er. Aber nicht ohne das Geld. Nicht ohne dafür seine Rechte an dem Salon aufzugeben. Als ob er überhaupt Rechte hätte. Wollen Sie auch was zu trinken? Tja, gern. Arme, unglückliche Janine. Aber das sind doch alles nur Vermutungen, Madame. Seinetwegen hat sie sich von ihrem ersten Mann getrennt. Das war ein Mensch. Marcel. Marcel? Marcel Brissac. Aber das ist schon lange her. Sie hatte nur noch eine Angst. Älter zu werden. Alt, unattraktiv und allein zu sein. Nun, Madame, gerade gegen das Älterwerden haben Sie doch in Ihrem Hause die allerbesten Waffen. Ja. Und die besten Chancen, sich darüber klar zu werden, wie wenig das nützt. Das hier ist doch alles Tünche. Der Rost sitzt unter dem Lack. Sollten Sie etwas Schlechtes über meine Schwester hören, dann vergessen Sie bitte nicht, wie sehr eine Frau sich verändert, wenn sie mit einem 8 Jahre jüngeren Mann zusammenlebt, der nicht einmal versucht, seine Liebschaften zu verschleiern. Vielleicht ließ ich das nicht so leicht verschleiern. Man muss sich eben ein wenig Mühe geben. Ah, Monsieur Gérard, der große Visagist bei der Arbeit. Ich möchte Sie gerne unter 4 Augen sprechen. Ich habe zu arbeiten. Bitte, es war nicht meinetwegen. Ich habe nichts zu verbergen, fangen Sie an. Gut, Ihre Schwägerin behauptet, all die Cremes hier, die Behandlung, die Pflege, das sei alles nur Klimbim, der den Verfall zwar aufhält, aber der Rost sitzt unter dem Lack. Louise, bitte kümmern Sie sich um Madame. Und machen Sie eine Maniküre, wenn nötig. Aber Monsieur Gérard, ich bin noch beschäftigt. Beschäftigt, ja. Ich auch. Warum denn? Wir können uns doch gut hier unterhalten. Ja, ja, schon gut. Ah, ich sehe schon, da drüben haben wir es bedeutend ruhiger. Madame Florence wird ganz schön sauer auf mich sein. Sie denkt, ich habe sie geblafft. Soll sie doch die Papiere durchstöbern, solange sie will. Sie wird nichts finden. Nichts. Keine Spur. Ich verstehe Sie nicht ganz. Es ist aber kein Bluff. Das Testament existiert wirklich. Ich habe es gesehen und ich weiß, wo es ist. Ich kann sie mir genau vorstellen, die liebe Florence, wie sie gegeifert und gegeifert hat. Wenn ein Testament zu seinen Gunsten da ist, dann hat er auch den Mord begangen. Außerdem ist er je zornig und er hat es eilig. Ach du lieber Himmel. Ja, ich hatte es bis hier. Satt, satt, satt und satt. Warum überhaupt ein Testament? Lebten Sie in Gütertrennung? Weder noch. Wir waren überhaupt nicht verheiratet. Diese Ehe existierte nur nach außen für die Kundschaft. Monsieur und Madame. Das muss eben sein. Und warum haben Sie nicht geheiratet? Als es anfing, vor 5 Jahren, war ich Feuer und Flamme, Chef werden. Das war eine Sache. Ich wollte sie heiraten, sie mich auch. Erst später dann hat sie ihre Meinung geändert. Und warum? Sie wollte mich einfach nicht verpflichten. Sozusagen mit Gewalt an sich binden. Und eines schönen Tages winkte sie dann mit dem Testament. Ja. Sie wusste, dass mich das mehr fesseln würde als der feierlichste Ehekontrakt. Hatten Sie denn die Absicht auszubrechen? Nicht direkt die Absicht, aber die Neigung schon.
Und warum haben Sie es nicht getan? Ich habe diesen Salon mit ihr aufgebaut. Ich habe ihn eigentlich erst zu dem gemacht, was Sie jetzt sehen. Das hätte ich aufgeben sollen? Also, Sicherheit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen. Heute haben Sie beides. Das ist doch Blödsinn. Das Testament liegt im Panzerschrank auf der Bank. Nur Janine und ich wussten davon. Aber jetzt wissen es alle. Das heißt also, hätte ich... Reden Sie weiter. Ich weiß natürlich, dass man mich verdächtigen wird. Aber ich bin es nicht gewesen. Hören Sie. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Sie präparieren den Apparat und Madame Janine hat ihren Unfall. Sie kommen ein bisschen früher zurück als sonst und setzen den Apparat wieder in Stand. Ungesehen, unerkannt. Ein Unfall, ein perfektes Verbrechen. Verdammt nochmal, als ich in den Laden kam, war die Polizei schon da. Daran war der Unfall von Monsieur Paul schuld. Damit konnte keiner rechnen, auch Sie nicht. Ich habe es nicht getan. Der Gedanke mag mir schon mal gekommen sein. Gut, aber... Wer dann? Keine Ahnung. Aber vergessen Sie nicht, dass Florence bis heute Morgen nichts von dem Testament wusste. Ich selbst habe es ihr erst gesagt. Sie glaubte also, die Erbin zu sein. Ja? Monsieur Gerard? Ja. Gerard? Ja. Ich konnte dich nirgends finden. Wo bist du denn? Ich gehe jetzt. Der schöne Polyp hat mir erlaubt. Ja gut, ich erlaube es Ihnen auch. Bis morgen, Mademoiselle. Eine Kosmetikerin des Hauses. Wie heißt sie? Vivian. Ah, man duzt sich im Kosmetikgeschäft. Ja und nein. Der Umgangston bei uns ist... Völlig normal, natürlich. Wenn es Ihnen zu heiß wird, Madame, können Sie es selbst regulieren. Ich werde mich hüten, ich fasse hier nichts mehr an. Ich hoffe, Sie lang dauern, sah aus wie Sie. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen. Sie ist auch ein Konzert. Ach, ihr lieben kleinen Bildchen. Machen die auch auf euer Herrchen? Sie können sich ja vorstellen, dass mit meiner Ankunft heute überhaupt kein Vernunft ist. Na, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt machen Sie schon Hundesitter. Ja, das ist der Parkplatz für die Bauhaus der feinen Damen. Und ich versuche nur, gefällig zu sein. Ja, komm. Na ja, dann bleib. Ja. Mademoiselle. Sie haben wir gefunden. Ich würde das bitte dem Besitzer zurückgeben. Ja, vielen Dank, Mademoiselle. Ob Sie auch noch Trinkgeld genommen haben, will ich gar nicht erst fragen. Vivian. Sagt Ihnen das was? Ja, und ob mir das was sagt. Sie sollten sie sehen. Leider nicht mehr frei. Wenn ich richtig verstanden habe, der schöne Gerard. Aha. Übrigens, wissen Sie, wie man sie hier nennt? Nun? Den schönen Polypen. Ach so? Der schöne Polyp hat mir erlaubt zu gehen. Neuerdings erteilen Sie auch solche Genehmigungen. Ja, warum nicht, Chef? Sie wohnen zwei Schritte von hier und Sie waren halb mit Ihrem Dekorateur verabredet. Naja, dann werden Sie sich auch dort einfinden. Kleine Kontrolle im Vorbeigehen. Ist sonst noch was? Nein, nichts Sensationelles. Nur, die Mädchen wurden alle im gleichen Monat eingestellt. Juli 67, das heißt also vor 4 Jahren. Und? Naja, das Institut besteht schon seit 7 Jahren. Oh, das ist interessant. Man feuert allesamt und engagiert eine neue Mannschaft. Gibt es da einen Grund? Ja, wenn es einen gibt. Die neue Mannschaft kennt ihr nicht. Na, dann rufen Sie mir mal die alte Mannschaft ins Büro. Morgen früh um 10 Uhr. Was? Alle auf einmal? Ja. Und dann brauche ich noch die Adresse von einem gewissen Marcel Bressac. Das ist der erste Mann von Janine. Da ist noch was? Ja, da ist noch was. Fast hätte ich es vergessen, Ihnen zu sagen. Wissen Sie, wie man Sie hier nennt? Hm? Den alten Brummbär. Ich bin ganz allein. Und ich lasse niemanden herein, wenn ich allein bin. Auch nicht die Polizei? Entschuldigen Sie, aber ich bin sehr ängstlich. Seine Mutter hat ihn mir anvertraut. Mama, da ist ein Mann. Und was wünschen Sie? Oh, nichts Besonderes. 2, 3 Auskünfte. Ah, Monsieur Gerard. Das wusste ich ja gar nicht. Dekorateur sind Sie auch. Ich erkläre es dir nachher. Gehst du schon? Ja, der Kleine ist müde und ich wollte noch beim Doktor vorbei, bevor ich nach Hause gehe. Bei mir geht es ganz schnell. Ich habe das Wichtigste schon erledigt, sozusagen. Nein, nein, danke. Ich wollte sowieso gehen. Ich mach dich nicht. Patrick, Schluss jetzt, ja? Bäh!
Er ist so lang und dünn, ich mag ihn nicht. Psst. Entschuldigen Sie, er ist eben noch ein Kind. Verstehe. Kindermund. Ja. Ich rufe dich wieder an. Auf Wiedersehen, Gérard. Auf Wiedersehen, Gérard. Pet, auf bald. Und er ist doch zu lang und zu dünn. Auf Wiedersehen, mein Kerlchen. Wirklich, ganz goldig in diesem Alter. Ja, ich glaube, ich werde jetzt auch. Darf ich? Nur eine Sekunde. Sehr nett. Sehr gemütlich. Wirklich, ganz reizend hier. Nun, wann ist es soweit? Bitte? Mit der Hochzeit. Liebe Güte. Können Sie denn nicht einen Mann und eine Frau zusammen sehen, ohne gleich wer weiß, was zu denken? Nein, nein, nicht wer weiß was. Ich sehe übrigens nichts Anormales dabei. Sicherlich vielleicht ein bisschen schnell, aber mancher mag nun mal partout kein Witwer sein. Jetzt hört's aber auf. Sie glauben also, ich bin seine Geliebte? Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, Schätzchen. Und alles flüsterte, welch ein schönes Paar. Erstens, wenn Ihre Vermutung zuträfe, brauchten wir unsere Schäferstunden nicht ausgerechnet in die Geschäftszeit zu verlegen. Es sei denn, weil Sie wussten, dass Ihre Frau das Institut um diese Zeit nie verließ. Zweitens, wir müssten ganz schön pervers sein, um zu unserem kleinen, intimen Beisammensein eine Freundin Vivians mit ihrem Kind einzuladen. Und wer beweist mir, dass Sie sie eingeladen haben? Sie hätte auch zufällig auftauchen können, genau wie ich. Und drittens. Drittens haben Sie, denke ich, festgestellt, was Sie festzustellen beabsichtigt hatten. Die Tür ist hinter Ihnen. Raus. 1:0 für Sie. Ich wartete auf ein kleines Stückchen Wahrheit. Jetzt ist es soweit. Endlich etwas Wahres. Die Tür ist hinter mir. Auf bald. Amüsieren Sie sich gut. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich erwarte nämlich eigentlich meine Frau und ich dachte schon, sie wird. Die vergisst nämlich manchmal ihren Schlüssel, wissen Sie? Nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Ich habe nämlich eine kleine Leidenschaft. Hobby nennt man das wohl heute. Die Buchbinderei. Da haben Sie mich nun überrascht. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Monsieur Brissac, ich habe Ihnen eine unangenehme Nachricht zu überbringen. Ihre Frau, genauer gesagt, Ihre frühere Frau, Madame Janine. Ja, bitte. Was ist mit ihr? Sie ist tot. Ach, Janine ist tot. Monsieur Brissac, es tut mir leid, aber ich musste Ihnen diese Nachricht überbringen. Meinem Alter steht man schon mit dem Tod auf ziemlich vertrautem Fuße. Aber Janine, wie konnte das passieren? Ein Unfall, heute Morgen. Ein Verkehrsunfall? Nein, in Ihrem Institut. Genau gesagt, ein Verbrechen als Unfall getarnt. Tod durch elektrischen Strom. Mein Gott, dass die Menschen nicht alt werden können. Man will jung bleiben, schön, und dann stirbt man daran. Trotzdem spüre ich Erleichterung. Ihr Tod erleichtert mich, macht mich frei. Das müssen Sie mir schon näher erklären, Monsieur. Janine störte ganz einfach meine Seelenruhe. Und nicht nur meine, sondern auch die anderer Menschen. Sie konnte ganz einfach Glück anderer nicht vertragen, also stieß sie mit dem Fuß hinein wie ungezogene Kinder mit der Lust am Zerstören. Haben Sie einen Verdacht? Meine, kann ich Ihnen irgendwie nützlich sein? Natürlich, vielen Dank. Ich habe Janine natürlich lange nicht gesehen. Wir waren ja seit 4 Jahren offiziell geschieden. Und vorher? Und vorher, da waren wir inoffiziell geschieden, als Folge eines 30-jährigen Zusammenlebens. Es war gewissermaßen Liebe auf den ersten Blick, glaubte ich. Aber dann habe ich erfahren, dass es nicht Liebe war, sondern ganz einfach Eitelkeit. Sie war eine der schönsten Frauen von Paris. Und ich war höherer Ministerialbeamter. Mein Gott, was habe ich alles versucht, um Beförderungen zu entgehen, die unweigerlich eine Versetzung in die Provinz bedeutet hätten. Und ein Leben außerhalb der Metropole, in der Provinz, das konnte ich, so glaubte ich, ihr unmöglich zumuten. Nicht sie war es, die Scheidung verlangte, sondern ich. Trotz dieser makabren Situation erinnere ich mich dieser Szene noch mit einigem Vergnügen.
Man merkt es gleich, wenn du ins Zimmer kommst. Du riechst nicht mehr, du stinkst. Bin ich echt der stinkteste Leim. Ach ja, du und deine Buchbinderei, dein Kleister und deine Bücher. Ja, meine Bücher sind meine Freunde. Manchmal sogar meine Ratgeber. Kennst du Milton? Was, den Sänger? Nein, den englischen Dichter. Hier ist ein Werk von ihm. Sehr selten und auch interessant. Zwei Personen, unglücklich durch die Ehe gebunden, verbringen ihre Nächte mit Streitereien in Disharmonien und Feindseligkeiten und wachen auf in Krankheit und Schmerz. Sie schleppen ihr Leben von einem Übel zum anderen. Worauf willst du hinaus? Auf dies. Könntet ihr nicht euch in Güte trennen von dem, der euch unglücklich macht? Gott, ist das komisch. Im Gegenteil, das ist überhaupt nicht komisch. Scheidung. Meinst du das wirklich? Ja. Mit allen Konsequenzen. Und was glaubst du, mit einer Scheidung zu erreichen? Ach, Marcel. Das Leben ist ein Zirkus. Du bist der alte Clown. Und Gérard ist der junge Akrobat. Ich bin die Chefin. Und wenn ich Lust habe auf den jungen Akrobaten, dann nehme ich ihn mir und schmeiße den alten Clown raus. Dazu ist es jetzt zu spät. Es ist der alte Clown, der geht. Ich werde dir das Leben unmöglich machen. Oh, ich vergaß zu sagen, dass ich gleichzeitig einen Antrag auf vorzeitige Pensionierung eingebracht habe. Von einer Unterhaltspflicht zwischen uns beiden kann wohl nicht die Rede sein. Und warum nicht? Weil wir in Gütergemeinschaft leben, meine Liebe. Wir teilen Gewinn und Verlust. Sprich weiter, ich höre dir zu. Das Institut gehört uns natürlich zu gleichen Teilen. Oh, du bildest dir doch nicht im Ernst ein... Bitte unterbrich mich nicht. Die Umbauten, die du auf Anraten deines Akrobaten hast vornehmen lassen, haben uns beinahe ruiniert. Pardon, ich sage beinahe. Wenn du also Schwierigkeiten machst, werde ich den Verkauf unseres Besitzes verlangen und seine gleichmäßige Aufteilung. Was das Institut angeht, wird dein Anteil den meiner Ausbezahlung nicht aufwiegen. Vor allem dann nicht, wenn du die Schulden abzuzahlen gedenkst. Und was wird mit den zwei Wohnungen im Zentrum? Darauf kommen wir noch. Der guten Ordnung halber aber möchte ich darauf aufmerksam machen, dass ich es war, der die beiden Wohnungen eingebracht hat. Darum mein Vorschlag, ich übernehme die Alleinschuld und für dich keine Pension. Du verzichtest offiziell darauf. Ich lasse dir das Institut. Na, das ist ein schönes Geschenk. Und was ist, wenn ich damit pleite gehe? Wir verkaufen die beiden Wohnungen im Zentrum der Stadt. Das, naja, das bringt ungefähr 1.500.000, also etwas mehr, als der Betrag ausmacht für deine Umbauten. Ja, aber ich bekomme nur die Hälfte davon und das reicht nicht. Wenn du den Vergleich akzeptierst, lasse ich meinen Anteil im Geschäft einschießen. Wir gründen eine kleine Kommanditgesellschaft. Ich nehme meinen Anteil. Und du bleibst Chefin eines sanierten Unternehmens, das ich dir als Teilhaber keine Schwierigkeiten machen werde. Das ist ja wohl selbstverständlich. Also, überlege. Du kannst ablehnen oder zustimmen. Und war sie einverstanden? Sie musste wohl oder übel. Sie brauchte Geld und das wusste ich. Ich begreife Ihre Kalkulation nicht ganz. Hätten Sie Ihr Geld anderweitig angelegt, dann konnten Sie Raffo einen Zuschuss zahlen, ohne Ihr Kapital anzugreifen. Ja, richtig. Aber wenn schon Scheidung, dann Schluss. Ein für alle Mal. Ich wollte nicht jeden Monat erneut daran erinnert werden. Liebling, komm doch rein. Ich wollte nicht stören. Das ist Monsieur Bernier. Kommissar Bernard. Meine Frau. Na, komm du auch rein. Sag mal schönen guten Tag, gib mir die Hand, wie sich das gehört. Komm mal hierher. Tag, mein Junge. Na, wo wart ihr denn so lange? Fifi hat Ohrenschmerzen. Ada? Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst Papis Sachen in Ruhe lassen? Du hast Spielzeug genug. Oh, was hast du denn hier gemacht? Hast du ein Tintenfass umgeschmissen oder was? Und guck dir deine Hände an. Sie sind ganz voll Tinte. Aber ich habe doch gar nicht das Tintenfass umgeschmissen. Du bist ruhig und gehst auf dein Zimmer. Und das machen gar nichts. Ach, so lauter Kinder sind doch so in dem Alter. Ja, und hier ist der wahre Grund. Selbst wenn ich mein ganzes Geld eingebüßt hätte, Colette war da.
Und mit ihr wollte ich ein neues Leben beginnen. Janine muss das zu spät gemerkt haben, denn sonst hätte sie mich warten lassen bis... Na ja, eben, bis heute. Bis heute? Wieso bis heute? Janine ist gestorben, mein Kleiner. Oma möchte vielleicht eine anständige Erziehung haben. Hallo, Chef. Hier spielt es. Ja, und dann ist der Kleine wieder reingekommen und ich bin gegangen. Niedlicher Junge übrigens, gut erzogen. Naja, und die Mama? Meiner war das ganze Gegenteil. Die Zunge hat er mir herausgestreckt. Das kümmerte die Mutter ganz und gar nicht. Eine dumme Tute. Eins steht fest. Wir treten auf der Stelle. Und warum nicht der Ex-Gatte? Warum sollte er? Er hat eine Frau, die er liebt, seine Pension, seine Bücher, die Anteile am Institut. Ach so, ich habe übrigens das berühmt-berüchtigte Testament fotokopieren lassen. Alles an Monsieur Gérard. Aha. Alles an Monsieur Gérard. Na, dann lassen Sie die Dame mal aufmarschieren. Sie ist übrigens draußen, bei der en bloc entlassenen Mannschaft. Das ist gut. Ja, wer denn? Die dumme Pute. Meine Damen, die erste von Ihnen. Ja. Ah, Madame Colette, das hätte ich mir denken können. Was sowas? Ach, das ist Madame Colette. Bitte, kommen Sie doch mit in mein Büro. Ich vergaß bekannt zu machen, dies ist die zweite Madame Bressac. Die erste hieß Janine. Was Sie nicht sagen. Ich sehe nicht, was daran so außergewöhnlich ist. Aber Sie waren noch bei Viviane, nicht wahr? Ja, gestern Nachmittag. Eine gute Freundin von mir. Wir waren zusammen auf der Kosmetikschule. Aber Madame Janine war sicher keine so gute Freundin von Ihnen. Sie war mir nicht sonderlich sympathisch, aber... Ich wüsste nicht, was ich ihr hätte übel nehmen sollen. Ach, Sie nehmen ihr den Mann weg und wissen nicht, was Sie ihr übel nehmen sollten. Vielleicht, weil sie so taktlos war, sie rauszuwerfen. Wenn es so gewesen wäre, hätte ich die Reaktion von Madame Janine verstanden. Aber es war genau umgekehrt. So, Madame, das wär's für heute. Vielen Dank. Also, diese Schaumwatte ist klasse. Ich habe nun wirklich so viel ausprobiert. Aber dies habe ich besonders gern. Was ist denn das eigentlich? Das ist kein handelsübliches Produkt, Madame. Das Labor stellt es extra für uns her. Sehen Sie, es ist keine Marke drauf. Ach, dann besorgen Sie mir doch bitte. Colette! Entschuldigen Sie, Madame. Madame erwartet dich dringend in Ihrem Büro. Aber ich bin hier gleich fertig. Nein, nein, ich löse dich ab. Die ist ziemlich sauer. Hast du Ärger mit einer Kundin oder so? Nicht, dass ich wüsste. Also, beeil dich. Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen, Madame? Ich werde Ihnen eine Freude machen, meine liebe Colette. Dies alles hier ist für Sie. Ihr Lohn, einschließlich 8 Tage Kündigungsfrist, Ihr Anteil an bezahltem Urlaub und Ihr Zeugnis. Sie entlassen mich? Erraten Sie, kluges Kind. Und aus welchem Grund? Sagen wir Diebstahl. Offiziell Diebstahl von Schönheitsmitteln. Sie wissen genau, dass das nicht stimmt. Ja. Aber ich werde das schon irgendwie deichseln. Zeugenaussagen und so weiter. Kleinigkeit. Und der wirkliche Grund? Gérard. Ah. Hat er endlich den Mut gefunden, es Ihnen zu sagen? Mut? Ich verstehe wohl nicht recht. Auf jeden Fall packen Sie jetzt Ihre Sachen, ziehen Sie Ihren Kittel aus und verschwinden Sie hier. Ich will Sie nicht mehr sehen. Ich habe genau denselben Wunsch, Madame. Aber ich werde den Abend abwarten. Vor der Tür. Ich werde auf Gérard warten. Gérard? Er ist nicht hier, Madame. Aber dann suchen Sie ihn bitte und schicken Sie ihn zu mir, ja? Ich beobachte euch nicht erst seit gestern. Aber bis jetzt hat es mich mehr amüsiert als gekränkt. Letzten Dienstag wart ihr essen, nicht wahr? Eine Kundin hat euch gesehen. Ja, ich weiß auch wer.
Wir haben Sie übrigens gegrüßt, Gérard und ich. Wir haben zusammen gegessen und wir haben auch noch anderes zusammengetan. Und nicht nur am letzten Dienstag. Genug jetzt! Nein, Sie haben damit angefangen. Und jetzt sollen Sie auch alles wissen. Wenn Sie mit Gérard allein sind, dann haben Sie vielleicht einen gewissen Einfluss auf ihn. Aber sobald Sie fort sind, atmet er auf. Verstehen Sie? Er atmet auf. Und jetzt wird er gleich hier sein und sich entscheiden. Sie oder ich? Vorsicht. Ich bin sicher, wie diese Entscheidung ausfällt. Ich auch. Gérard liebt mich. Und ich liebe ihn. Und ich werde ihm etwas schenken, was Sie ihm niemals schenken können. Etwas, was nicht zu bezahlen ist. Ein Kind. Das ist nicht wahr. Fragen Sie ihn doch selbst. Was ist denn hier los? Ich habe es ihr gesagt. Ist das wahr? Weiß ich doch nicht. Ich komme ja eben. Gérard! Wenn du mit ihr gehen willst, dann tu das gleich und sofort. Nur wirst du dir dann leider einen neuen Beruf suchen müssen. Denn in unserer Branche bekommst du nie mehr was zu tun. Dafür werde ich sorgen. Sie hat Angst, Gérard, sie hat Angst. Gérard, was kannst du denn schon? Ich meine, was hast du schon gelernt? Nichts. Sie haben keine Chance, wenn es nur uns beide gäbe. Aber da ist noch das Kind. Was denn für ein Kind? Ich möchte, dass du dir die Stoffe selbst aussuchst. Hm? Ich habe im Zentrum ein schönes, großes Studio gefunden. Extra für dich. Na, mein Schatz, ist das Gewitter vorbei oder hat sie dich rausgeschmissen mitsamt deinem Gérard? Gérard bleibt. Das musste ja eines Tages so kommen. Na schön, Kinder. Da werde ich ihm mal deutlich sagen, was ich von ihm halte. Da gibt's nichts mehr zu sagen, Manon. Es ist aus. Das darfst du dir nicht gefallen lassen, Schätzchen. Du wirst ja überall... Nein, ich gehe und sonst gar nichts. Nun hör mal gut zu, Schätzchen. Du wirst zu Monsieur Bazar gehen. Der ist in Ordnung. Und du wirst ihm alles erzählen, hörst du? Alles. Na, na, Jackie. Er ist immerhin offiziell noch ihr Ehemann, ha? Na eben. Und sag ihm, wenn er dich nicht wieder einstellt, kann er sich gleich zwei neue Kosmetikerinnen suchen. Ich gehe da nämlich auch. Ich auch. Ich auch. Das also war der Austausch der gesamten Mannschaft. Sie ging also zu Monsieur Bressac. Er weiß natürlich längst Bescheid, aber was ihn da erzählt, empört ihn so sehr, dass er beschließt, nun endgültig mit Janine Schluss zu machen. Und dann sagt er, Mademoiselle, ich finde Sie ganz reizend. Nur ein wenig Geduld. Ich lasse mich scheiden und heirate Sie. Und ich falle ihm um den Hals. So stellen Sie sich das wohl vor, hm? Nicht meinetwegen hat er sich scheiden lassen. Naja, nicht nur meinetwegen. Es ging ihm um das Kind. Er hat es als seines anerkannt. Der Vater ist nämlich... Der Vater, Monsieur, ist der Mann, den ich geheiratet habe und der den Jungen erzieht. Den anderen will ich vergessen. Hallo? Mit wem spreche ich denn? Oh, den hatte ich ganz vergessen. Ja, das haben Sie gut gemacht. Wo? Gut, ich komme sofort. Hallo, Chef. Und ich. Sie bleiben hier, Monsieur Jeannot. Ich hoffe, gegen Mitternacht zurück zu sein. Aber Sie kommen mit. Es gibt da noch ein, zwei Fragen, die ich gern beantwortet haben möchte. Und zwar sofort. Le Figaro. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei dem Herrn, der der Vater Ihres Kindes ist und doch nicht Ihr Ehemann. Das ist ein bisschen kompliziert, nicht wahr? Ich habe mich von ihm getrennt, ein für alle Mal. Aber Sie treffen sich mit ihm bei Vivian. Ich selbst bestehe darauf, dass Vivian anwesend ist, wenn ich Patrick hinbringe. Und warum kommt Gérard nicht zu Ihnen? Mein Mann weiß nichts davon. Ich flehe Sie an, Herr Kommissar. Er darf nie etwas davon erfahren. Aber ich kann es Gérard doch nicht verbieten, seinen Sohn zu sehen.
Und da ist nichts zwischen Ihrer Freundin Viviane und Gérard. Nein, Gérard ist auch treu auf seine Weise. Ah, Sie meinen, er hielt die Stellung bei Madame Janine, bis dass der Tod sie scheiden würde. Der von Madame versteht sich. Das habe ich nicht gesagt. Ich muss jetzt nach Hause. Madame, es ist möglich, dass ich Sie noch einmal sprechen muss. Bitte verlassen Sie Paris nicht, ohne mich zu benachrichtigen. Sie sagen meinem Mann nichts. Ich meine, die Besuche von dem Kind und so. Nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. Dankeschön, bitte. Herr Kommissar. Vielen Dank. Taxi. Herr Kommissar, das ist mir wirklich ganz aus Versehen passiert. Wie so schnell aus dem Krankenhaus raus sind, muss ich ja nicht unbedingt rein, oder? Erinnern Sie mich bloß nicht ans Krankenhaus, Herr Kommissar. Monestier. Wie bitte? Mein Name ist Monestier. Ich bin der Geschäftsführer der WB Kosmetik. Oh. Ich war derjenige, der Sie hergebeten hat. Schon gut, bitte erzählen Sie. Tja, erzählen. Als wir von dem Unfall hörten, Vorsicht, da haben wir den Lieferwagen abgeholt. Dieser Karton war darin. Ein Flakon war kaputt gegangen. Ich habe angeordnet, dass dieser Flakon ersetzt wird und die Lieferung an den Besteller pünktlich erfolgt. Und da stelle ich fest, kein Etikett, kein Kunde. Ich habe die Lieferscheine prüfen lassen. Tja, und da habe ich ihn in mein Büro gebeten und da hat er es dann zugegeben. Das war das erste Mal. Wirklich. Darum war ich ja auch so durcheinander gestern Morgen am Steuer. Und in den Schönheitssalon von Madame Janine sind Sie rein zufällig gefahren? Ich habe einen Abnehmer gesucht. Und ich wollte gleichzeitig Freunden einen Gefallen tun. Ich glaube, er weiß nicht, was er redet. Einen Gefallen. Sie wissen doch ganz genau, was die Sachen wert sind. Und er weiß auch ganz genau, was er da erzählt. Würden Sie mich ein paar Minuten mit ihm allein lassen? So. Ach, schau. Ja. Und wir sprechen uns noch. Und Madame Florence, mit der Sie natürlich nichts mehr zu tun haben, die übernahm den Verkauf. Sie hat damit nichts zu tun. Ehrenwort. Ich schwöre es Ihnen beim Augenlicht meiner Frau. Ihre Frau, sagen Sie es ruhig. Ist mir nur so rausgerutscht. Hallo, Jeannot. Ja, ich bin hier bei unserem Freund Paul, dem Unglücksfahrer. Das ist jetzt schon mehr so ein richtiger Unglücksrabe. Ach, fahren Sie doch mal in den Schönheitssalon und stellen Sie fest, ob diese Verkäuferin, ja, die Mireille, ob die etwas von einem Schwarzhandel zwischen Madame Florence und Freund Paul weiß. Gestohlene Ware. Ja, es muss schon eine ganze Weile so gehen. Verflucht, ich sag doch nein! Glauben Sie mir doch. Psst. Bitte? Ja, ich spreche mit Freund Paul. Er schwört mir gerade das Blaue vom Himmel herunter beim Haupte seiner Frau. Und dann schicken Sie ihm doch bitte den Dienstwagen. Ja, den mit den vergitterten Fenstern. So, und jetzt schicken Sie bitte zwei Leute zum Haus 121, Quai de Valmy. Ostbahnhof, richtig. Ja, jetzt gleich. Sie sollen sich da verstecken und auf Freund Paul warten. Nein, nicht gleich über ihn herfallen, die gute alte Verfolgungstour. Und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Ich danke Ihnen, mein Lieber. Das trifft sich schlecht. Madame Florence ist gerade fort. Der Polizist hat sie abgeholt. Sie soll irgendwas unterschreiben auf dem Revier. Oh, das ist mir sogar sehr angenehm. Ich habe persönlich für die Vorladung gesorgt. Ein Fonds 50. Sowas, warum fragen Sie dann nach ihr, wenn Sie wissen? Um ganz sicher zu sein, dass wir in Ruhe und ungestört plaudern können. Ein Cremetopf wie dieser zum Beispiel, woher kommt der? Ich meine, kennen Sie seinen Weg durchs Haus? Das hängt von der Marke ab. Ja, natürlich. Aber Sie müssen doch irgendwo herholen. Nein. Ein Beispiel. Etwas, das hergestellt ist, sagen wir, in den Laboratorien von WB Kosmetik. Es wird geliefert. Madame Florence nimmt alles in Empfang. Sie prüft auch nach. Und weiter? Sie reicht den Lieferschein ins Büro. Und die Ware? Wird ins Lager runtergebracht. Gut. Nun nehmen wir einmal an, eine Kundin verlangt von Ihnen diesen Artikel und Sie haben ihn nicht mehr in Ihrem Regal. Gehen Sie dann hinunter ins Lager. Niemals, Jaja. Ich meine, Madame Janine misstraute allen und jedem. Augenblick, Mademoiselle, ich gehe jetzt. Ich bitte also Madame Florence und sie holt sie mir. Und ich kann mich auf den Termin verlassen, ja? Und, Jaja? Geh mit hinunter. Bitte, kurzum, kein Schmuck. Unmöglich. Sie ließ mich keinen Augenblick aus den Augen. Im Geschäft hat sie dann alle Töpfe nachgezählt. Na, vielleicht war sie bei ihrer Schwester nicht so hinterher. Glauben Sie? Nicht einmal Monsieur Gérard hätte sich das getraut. Gut.
Nun nehmen wir einmal an, einfach so auf Glück. Paul und Florence. Er besorgt ihr klammheimlich Ware, die nicht ins Lager wandert. Und von Zeit zu Zeit, hopp, verkauft sie mal ein Täppchen. Sagen wir, außer der Reihe, auf eigene Rechnung. Ja, das wäre möglich, aber sehr riskant. Aha. Ich habe nichts gesagt. Ja, stimmt. Aber nun fangen Sie bitte jetzt nicht an zu schwindeln. Hm? Was soll's? Vor 3 Tagen, ja genau, es war Dienstag, sind beide aus dem Büro gekommen. Ich stellte gerade die Schachteln in den Schrank. Sie haben mich nicht bemerkt, deshalb haben sie weitergesprochen. Madame Janine war sehr wütend, als sie gemerkt hatte, dass ich sie gehört hatte. Und was haben Sie gehört? Sie sagte, es musste ihr eines Tages auffliegen. Na ja, jetzt ist es soweit. Oder sowas Ähnliches. Madame Florence hatte Tränen in den Augen. Sie sagte, du bist so böse. Und dann, das ist fast wörtlich. Böse oder nicht böse, das ist mir Schnuppe. Bisher ist es keinem gelungen, mich zu bemogeln, mein Kind. Wenn du in Gefühlen machen willst, bitte deine Sache. Ich schneide ins lebendige Fleisch. Ach nein. Wir sind uns draußen begegnet. Madame kam gerade vom Revier zurück. Was Sie mir da eben erzählt haben, erscheint mir einfach undenkbar. Monsieur Paul hat Ware unterschlagen und ich soll damit etwas zu tun haben. Beim Verkauf. Lächerlich. Beinahe so lächerlich wie die Szene zwischen Ihnen und Ihrer Schwester hier an dieser Stelle vor 3 Tagen. Es musste ihr eines Tages auffliegen. Wenn du ein Gefühl machen willst, bitte, deine Sache. Ich schneide ins lebendige Fleisch. Waren Sie das? Ich musste doch reden, Madame. Ja, das musste sie. Ich erinnere mich sehr genau an diese Sätze, aber man muss sie in einem richtigen Zusammenhang sehen. Das heißt, sie waren der Schluss eines Auftritts, der ein paar Minuten vorher angefangen hatte. Ja, Florence, komm her. Schließlich geht dich die ganze Sache ja auch was an. Denn wenn ich mal das Zeitliche segnen sollte, dann erbst du ja wohl, oder? Sie will mich ganz einfach betrügen und ich weiß genau, was ich damit sage. Was heißt denn hier betrügen? Du hast deine Anteile ins Geschäft gesteckt und heute kaufe ich sie wieder zurück. Das ist doch ganz normal, oder? Sie will meine Anteile genauso den Betrag zurückkaufen, den ich ihr geliehen habe. Und dann will sie auch noch die monatlichen Zahlungen in Abzug bringen. Das ist ungesetzlich und das ist widerlich. Darf ich dich an ein Ultimatum erinnern, das du mir mal vor ein paar Jahren gestellt hast, als ich in der Klemme saß? Ja oder nein, hast du gesagt. Ein Mittelding gibt es nicht. Damals hast du die Situation ausgenutzt und jetzt bin ich an der Reihe. Ich will meine Handlungsfreiheit haben in diesem Unternehmen und zwar sofort. Du hast mir die Nutznießung von 590.000 Francs überlassen. 190.000 habe ich dir bereits zurückgezahlt. Bleiben also noch 400.000. Und nicht ein Centime mehr. Aber Janine, schließlich hat Marcel dir aus der Patsche geholfen. Wenn die Banken bereit gewesen wären, hättest du doppelt so viel bezahlen müssen. 400.000 sind doch auch ganz annehmbar, oder? Wie lange lebst du schon noch? 2 Jahre? 5 Jahre? 8 Tage? Du ekelst mich an, Janine. Du ekelst mich an! Nimm die 400.000 und sei glücklich. Ich weiß genau, was du vorhast. Und früher hätte ich es auch noch getan. Hm. Aber jetzt nicht mehr. Ich habe eine Frau und ein Kind. Hm. Gut, dass du davon anfängst. Dann reden wir doch gleich mal von den beiden. Von der kleinen Schlampe und dem Bastard. Marcel, wenn nicht alles so geschieht, wie ich es mir vorstelle, dann rede ich mit dem Knirps und werde ihn über alles aufklären. Ich weiß, du wirst sagen, er ist noch zu klein dazu, aber das ändert sich ja Gott sei Dank mit jedem Tag. Und eines Tages wird er es dann schon verstehen. Außerdem gibt es ja Post und Telefon. Und wie du weißt, bin ich sehr ausdauernd. Also, überleg's dir, ich gebe dir genau eine Woche. Starr mich nicht so an. Wenn er so brennend gern ein Kind haben wollte, hätte er mir ja eins machen können, ne? Zeit genug hat er ja gehabt, oder? Vielleicht wäre dann alles anders geworden. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt alle Trümpfe in der Hand. Und auch die Absicht, sie auszuspielen.
Du bist wirklich mies, Janine. Mies und böse. Ob mies oder böse, ist mir Schnuppe. Es ist doch keinem gelungen, mich zu bemogeln. Mach du nur ruhig in Gefühlen, wenn du willst. Wie sagt man so schön? Ich schneide ins lebendige Fleisch. Was machen Sie da? Aber, Madame, gar nichts. Ich räumte die Schachteln ein. Ich habe mich nicht versteckt, das habe ich doch schon gesagt. Jetzt wissen Sie Bescheid. Ja. Ich finde das einfach alles widerlich. Ich verstehe nur eins nicht. Wieso hat Mademoiselle Mireille Monsieur Bressac weder gesehen, als er hereinkam, noch als er hinausging? Ich habe ihn auch nicht kommen sehen. Es gibt eine Tür, die führt direkt vom Büro in den Flur des Nachbarhauses. Mireille, zeigen Sie sie den Herrn. Ja, das ist leicht zu erklären, meine Herren. Ich war außer mir, ich war beleidigt, ich war entsetzt. Und dann bin ich ganz still, ohne ein Wort zu sagen, gegangen, nicht? Ja, das war alles, meine Herren. Ja, da ist ein Satz gefallen, der mich schockiert. Wie lange hast du schon noch zu leben? 5 Jahre? 2 Jahre? 8 Tage? Ja, das ist genau, was sie vorhatte, was mich anbetrifft. Das war genau ihre Absicht, mich zu demütigen, mich zu beleidigen. Stört sie der Leim nicht allzu sehr? Ich meine, im Geruch. Ich mache meinen Leim immer gern selber, nach alten Rezepten. Er hat was Besonderes. Ja, ja. Fischleim. Schön schmiegsam. Vor einiger Zeit habe ich versucht, eine Lebensversicherung abzuschließen zugunsten meiner Frau und meines Sohnes. Aber es ging nicht. Einesteils wegen meines Alters und zum anderen, weil meine Arterien doch viel älter waren, als ich annahm. Und dann mein Herz. Da hatte Janine schon vollkommen recht, wenn sie sagte, 2 Jahre, 8 Tage. Unter diesen Umständen, verzeihen Sie, scheinen mir 400.000 Francs immerhin wert angenommen zu werden. Ja, egoistisch gedacht schon, aber doch nicht für die, die ich hinter mir lasse. Gewiss. Ihre Beteiligung und der wirkliche Wert Ihres Anteils am Institut, das wäre ein guter Ersatz für die Lebensversicherung. Ja, sicher. Aber wer hatte Madame Janine über Ihren Gesundheitszustand unterrichtet? Ein alter Esel. Ich selber. Eines Tages hat mir wieder ein Streit. Und da fuhrst du aus mir heraus, gib dir keine Mühe. Ich werde dich sowieso bald allein lassen. Und damit hatte ich natürlich die Katze aus dem Sack gelassen. Und etwas anderes, Monsieur. Wissen Sie eigentlich, dass ein Testament existiert? Testament? Von Janine? Testament? Ach, das ist das Erste, was ich höre. Ja, Monsieur. Und es ist ausgestellt zugunsten von Monsieur Gérard. Passt aber ganz und gar nicht zu Janine. Testament. Ich danke Ihnen, Monsieur. Wir müssen wieder ins Büro. Und sollten Sie mir noch was mitzuteilen haben? Hier ist meine Nummer. Ich habe alles gesagt, aber wenn... Monsieur, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo, ja? Hier ist sein Büro, aber... Doch, das trifft sich gut. Der Kommissar kommt gerade. Ein wichtiges Gespräch für Sie. Wer ist denn da? Das weiß ich. Warum fragen Sie nicht mal? Hallo, wie heißen Sie bitte? Monsieur Bressard. Sack. Sack. Hallo, Bernard. Aber ich bitte Sie, nein, das ist ganz in Ordnung. Ja, gut, dass Sie mir das sagen. Es gibt keinen Grund zur Entschuldigung, Monsieur. Wiederhören. Bressard, sonst kein Anruf? Ich habe alles aufgeschrieben. Danke. Ah, die neuesten Nachrichten von Monsieur Paul. Paul nach Hause gegangen, hat sich umgezogen, ist ins Kino gegangen, ist wieder rausgekommen, hat den Omnibus genommen. Und ist nicht wieder ausgestiegen? 2 von uns sind ihm auf den Fersen. Wissen Sie, Chef, ich glaube nicht, dass es war. Der Mord an Janine ist mit Überlegung geplant, berechnet. Ist alles eine Nummer zu groß für ihn. Sie mögen Colette nicht besonders, ne? Möchten ihr alles auf den Puckel laden? Ja, es spricht ja auch einiges gegen Sie. Colette hat das doch sehr spießige Leben an der Seite des alten Mannes satt. Sie und Gérard sind mit den Apparaten des Instituts bestens vertraut. Sie wissen, dass Janine sie morgens als Erste benutzt. Colette
hetzt Gerard gebührend auf und der schreitet zur Tat. Und flötet dir ins Ohr, wenn die böse Janine hinüber ist, dann komme ich zu dir. Mit meinem kleinen Institut in der Tasche. Mit der Hälfte. Nur mit der Hälfte des Instituts. Eben. Eine Hälfte von Gerard, die andere von Bresac. Colette ist nämlich pfiffiger als Janine. Sie will alles. Mein Lieber, ich muss Sie enttäuschen. Ich habe ein kleines Geheimnis für Sie. Und Ihre ganze schöne Theorie... Was denn für ein Geheimnis? Monsieur Bresac ist mit seiner Gesundheit am Ende. Er weiß es, Sie wissen es, ich weiß es. Nur seine Frau, Colette, die weiß es nicht. Was? Ja, er hat es mir eben am Telefon gesagt. Ja, und dann lassen Sie mich kombinieren, nachdenken. Schon, man kann ja nicht wissen. Vielleicht hätten Sie wirklich einen interessanten, originellen Einfall gehabt, aber das war ja wirklich kaum zu erhoffen. Ja. Hallo? Ja, wir kommen sofort. Das sind Aufträge, die man auch nach 20-jähriger Dienstzeit zu schätzen weiß. Als ich mich zur weiblichen Kripo meldete, war meine Mutter gleich dagegen. Die wusste schon, warum. Der Chef ist da. So, da wären wir. Ja, da wären wir. Und wenn ich Sie abends darum bitte, erfahre ich wenigstens jetzt, wo wir sind und wen wir suchen. Ich dachte, wenigstens das hätten Sie begriffen. Wir verfolgen Monsieur Paul, richtiger... Unser Liebespaar hat das getan, seit er aus dem Bus gestiegen ist. Er nahm Madame Florence Wagen. Tja, jetzt sind wir hier. Und wo sind wir hier? Ungefähr 100 Meter vor der Rückfront des Kosmetiklabors. Hallo, Chef. Was ist? Er sitzt in dem kleinen Bistro da gegenüber. Hat das nur einen Eingang? Es gibt nur einen Eingang. Na gut, ihr könnt abhauen. Wir übernehmen die Wache. Da sage ich nicht nein, Chef. Obwohl, solche Aufträge würde ich gern öfter übernehmen. Komm. Ich hätte Lust, mal nachzusehen. Was will er bloß in der Kneipe? Ja, vielleicht wartet er darauf, dass der Nachtwächter ein Bier trinken geht. Woher wussten Sie das? Meine Nase. Sägen Sie an meinem Stuhl? Auch niedrige Dienstgrade sind anfällig für Gehaltserhöhungen. Ach, dazu braucht er also den Wagen. Warum will er bloß die Ware wieder zurückbringen? Ich dachte, er wollte welche holen, wie gewöhnlich. Gehen wir hin? Also schön, gehe ich.
Na, hat das Bier geschmeckt? Ich meine, war es schön kalt? War es nicht zu warm? Wie kommen Sie mir denn vor? Erst erwische ich Sie mitten in der Nacht in unseren Laborräumen und dann stellen Sie auch noch dusselige Fragen. Allerdings. Fragen stellen ist mein Beruf. Polizei. So, Sie sind von der Polizei und ohne Ausweis, ja? Wissen Sie was? Bleiben Sie doch einfach heute Nacht bei uns. Herzlich willkommen und im Schlafen. Sie Polizist. Also, da sind wir, mein Schatz. Und mein Bedarf an Aufregung ist für heute gedeckt. Zwei, drei und fünf. Mit der, die zerbrochen war, stimmt's jetzt. Sie haben sie hin und her geschubst im Lager, aber ich konnte ja schlecht sagen, Vorsicht, Jungs, das ist kein Schaumbad, sondern Azulen. So, und jetzt ziehe ich mich diskret zurück Richtung nächstes Polizeirevier. Entschuldigen Sie, meine Herren, ich war in Panik, aber ich stelle mich freiwillig. Das ist ein lobenswerter Entschluss. Oh, der Bulle. Das ist doch mal eine gelungene Überraschung, was? Aber ich muss sagen, ich habe auch eine gehabt. Ich erwartete, Madame Florence hier vorzufinden. Und... Naja, man kann im Leben eben nicht alles haben. Also, das ist kein Schaumbad. Tja, wie wollen wir es halten? Wollen wir uns in aller Gemütlichkeit alles erzählen, oder... Wollen Sie auf Ihre Anwälte warten? Der Bulle! Das habe ich schon beim ersten Mal verstanden. Eins sage ich Ihnen gleich. Das alles hat nichts mit dem Tod von Janine zu tun. Was Sie nicht sagen. Monsieur Paul, nicht zum zweiten Mal. Ein hübsches Trio. Ein Trio? Ja. Du, er und Florence. Wieso Florence? Stecke ich mit rein? Doch, bis zum Hals. Glauben Sie, ich hätte Ihren Wagen nicht erkannt? Der Diebstahl ist eine Sache, der Mord eine andere. Naja. Janine hielt mich kurz. Ich war ihr Angestellter, nicht nur im Institut, auch zu Hause. Sie sind wirklich zu bedauern. Unsinn, ich mochte sie ja. Wollte nur ein bisschen Unabhängigkeit. Ich kenne Paul seit Jahren. Haben wir diesen Dreh ausgeknobelt. Er schaffte Ware ran, ich vertrieb sie. Nicht hier, bei Janine. Unmöglich. Ich verkaufte mal hier. Mal da zu Vorzugspreisen. Der Unfall vor zwei Tagen hat unser Geheimnis aufgedeckt. Nein, nicht gleich das ganze Geheimnis, nur eine Unterschlagung von 4810 Frauen. Die Firma verständigt die Polizei, schlimm genug. Aber wenigstens macht sie keine Anzeige. Es ist nur ein Haken an der Sache. Sie glaubt, Paul habe Schaumbadessenz veruntreut. Das war aber Azulen. Unterschied? Naja, Azulen, das scheint nicht. Zunächst mal. Und dann? Ja, der Preis natürlich. Ach, ich verstehe. Sie sind noch mal ins Labor gefahren, um die Flaschen umzutauschen. Aber heute Nachmittag, als ich Sie flitzen ließ, was wollten Sie da? Ich habe ihm 5.000 geboten, wenn er mich aus der Geschichte raushielt. Ja, Sie wollten mich einbuchten. Ich brauchte aber noch ein bisschen Freiheit, um die heiße Ware umzutauschen. Ich habe einen Karton mit 5 Flakons Schaumbad in den Kofferraum des Wagens gestellt. Und damit wären wir endlich bei Madame Florence. Ich hatte keine Ahnung. Ach, und Ihr Wagen? Wollen Sie mir weismachen, Sie hätten Ihren Wagen nehmen können, ohne Ihr Wissen? Ohne Ihren Zündschlüssel? Ach, c'est la vie. Man liebt sich, man trennt sich, man behält die Schlüssel. Als Souvenir. Ich habe sie aus meiner Wohnung geholt. So weit, so gut. Oder nicht gut. Bleibt der Mord. Also damit habe ich nichts zu tun. Aber Sie kamen vom Institut, als Sie den Unfall bauten. Ja. Gewöhnlich habe ich ja morgens nie geliefert. Ware von dem Wert, die konnte ich doch nie über Nacht draußen im Lieferwagen lassen. Also, es war zum ersten Mal. Und um nicht den Putzfrauen zu begegnen oder sonst wem, Leute wieder. Keine Antwort. Ich gehe rein. Womit? Ja, mit meinem Schlüssel. Ach so, Sie haben gleich alle Schlüssel mitgenommen. Ja, die nötig sind. Ich gucke mich um. Ich will Licht machen. Kein Strom. Ja, vielleicht ist da eine Birne durchgebrannt. Ich gehe weiter. Und weiß der Himmel, wo mein erster Blick gleich in die Kabine fiel. Bums, da lag Janine. Da bin ich doch nur noch gewetzt.
Und Sie haben gleich erkannt, dass sie tot war? So wie sie da lag? Starr und stumm? Haben Sie ihm vorher gesagt, dass Janine da wäre? Warum sollte ich? Er kam sonst immer abends nach Ladenschluss. Am nächsten Morgen nahm ich dann die Ware in Empfang. Ich kam als Erster. Außer an diesem Morgen, reiner Zufall. Ja, an diesem Morgen auch. Ich habe keinen Beweis, aber ich war früh da. Ich habe die Ladentür aufgeschlossen, wollte schon reingehen. Da merkte ich, dass ich keine Zigaretten hatte. Bin in den Tabakladen gegangen. In der Zwischenzeit war Florence da, mit Mireille und zwei Polizisten. Da habe ich Angst bekommen. Ließ eine halbe Stunde verstreichen. Als ich nachsehen ging, lernten wir uns kennen. Aus welchem Grunde haben Sie Ihre Gewohnheiten geändert? Welche Gewohnheit? Na, die Lieferung am Abend. Ja, Irrtum. Ich bin abends da gewesen. Und natürlich haben Sie dafür keinen Beweis. Natürlich nicht. Ja, macht nichts. Keiner ist gutgläubiger als ich. Ja, aber ich schwöre Ihnen die Wahrheit. Es war etwa 10 vor 10. Ich ging rein, ohne besondere Vorsicht, mit meinem Karton unterm Arm. Nervös war ich überhaupt nicht. Schließlich kenne ich mich ja aus. Da, die erste Panne. Es hat geklirrt, aber ich habe nicht drauf geachtet. Ich gehe also in den Abstellraum. Abgeschlossen war er nie. Ich gehe rein. Die zweite Panne. Kein Licht. Aber am nächsten Morgen muss der Strom da gewesen sein, sonst hätte der Mord nicht passieren können. Ja, ja. Ich stelle also meinen Karton ab und will zum Hauptschalter. Plötzlich höre ich ein Geräusch. Zwei Füße. Da hätte mich fast der Schlag getroffen. Sag doch, dass ich an den Karton gedacht habe. Am Steuer meines Lieferwagens bin ich wieder zu mir gekommen. Und fast hätte ich schon vorgestern Nacht den Unfall gebaut. So durcheinander war ich. Ich dachte, Sie hatten einen Privatdetektiv engagiert. Ich bin geliefert. Das ist alles, was Ihnen einfällt. Ich schwör's beim Haupt... Ihrer Frau, ja, das hatten wir schon. Ich habe einen Beweis. Ich höre. Ich wollte Gérard warnen. Ich habe von 21:15 bis Mitternacht pausenlos versucht anzurufen. Es war immer zu besetzt. Du musst doch wissen, mit wem du gesprochen hast. Ich nicht, Janine. Ich weiß nicht mehr, mit wem. 2 Stunden lang? Nein, gegen 21:15. Danach... Danach? Hat sie den Hörer neben den Apparat gelegt, wie jeden Abend. Sie konnte schlecht einschlafen. Sie wollte nicht gestört werden. Ich schlafe auch nicht besonders gut. Aber eure Märchen, da kann ich im Stehen einschlafen. Im Stehen. Das gegenseitige Alibi ist so alt wie das Verbrechen selbst, meine Kinder. Und die Notwendigkeit der Rasur nach einer durchgestandenen Nacht ist so alt wie das Menschengeschlecht, Chef. Lassen Sie nicht stören, Monsieur Monestier. Also, Azulen ist ein Kamillenextrakt. Wir benutzen es in der Kosmetikherstellung für lindernde Milcharten, Cremes für Aknebehandlungen. Das ist zurzeit in. Einzige Schwierigkeit bei der Anwendung, in konzentriertem Zustand macht es praktisch unauslöschliche Flecke. Vorsichtshalber habe ich mithilfe dieses Reagenzmittels einen ganz einfachen Test gemacht. Sie sehen, ich war durchaus vorbereitet. Darf ich bitten? So, meine Herren, das ist Schaumbad. Und hier nun, Moment bitte. Azulen. Und nun der Test. Sie sehen, es passiert nichts. Keine Veränderung, also Schaumbad. Und hier, der Fleck verschwindet langsam, natürlich, aber er verschwindet. Azulen. Interessant. Kompliment, Monsieur Monestier, und vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Aber mir liegt ja selbst an der Aufklärung. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ihr Mantel ist in meinem Büro. Danke. Übrigens, Sie sind alle draußen im Flur, wie das Gesetz es befahl. Und warum fangen Sie nicht an?
Ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Unter vier Augen. Also, ich habe bei den Bresacs angerufen. Ich hatte Glück. Madame Colette war am Apparat. Ich fragte sie, ob ihr Mann die Angewohnheit hätte, Dampfbäder im Schönheitssalon zu nehmen. Sie fiel aus allen Wolken. Sie nicht allein. Und hat mir geantwortet, ich werde ihn fragen. Aber es sollte mich wundern, bei seinem schwachen Herzen. Verzeihung, aber der ganze Flur ist voll. Oh ja. Wir sind ja auch so gut wie fertig. Wie viel sind es denn? Ich meine da draußen. Ich habe sie nicht gezählt. Danke. Colette, Florence, Viviane, Gérard, Paul, Prézac. Sechs. Sechsmal Begrüßung, sechsmal Verabschiedung, das macht zwölfmal Händeschütteln. Einspruch. Nur elf. Den Täter verabschieden Sie ja nicht. Na, bei der Gelegenheit... Ja, natürlich. Das ist es. Also für mich ist der Fall klar. Und für Sie? Ja, für Kommissar Bernard ist der Fall klar. Aber wie sieht es hier bei unseren drei Damen aus? Frau Beckenbauer, ich glaube, ein Tipp zur diesjährigen deutschen Fußballmeisterschaft würde Ihnen einfacher fallen als ein Tipp auf den Täter, oder? Ja, auf jeden Fall. Täter habe ich eine ganze Menge im Moment, aber Meister nur einen. Rasch sagen Sie schnell, wen? Ja. Danke. Frau Herkig, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich könnte ja eine ganz absurde Theorie entwickeln, aber darauf kann sich keine Mordgeschichte aufbauen. Ich bin mich des Öfteren in Frankreich und da ist das elektrische System derartig durcheinander, dass man auch so einfach, wenn man randrückt, glatt ermordet werden Ach, kann. Ich merke, aber, Sie wollen auf echten Unglücksfall eventuell hinaus. Ja, das könnte sein. Nein, es ist ein Mord. Es ist ein Wir Mord. Wir gehen davon aus, dass es ich ein Mord ist. Ich wollte ja nur wirklich ganz theoretisch davon sprechen, aber sonst gehen wir auf Indizien. Als Indizien haben wir den Schal. Welchen Schal? Der Schal, der zum Schluss auf der Liege liegt. Aha. Und wir haben ihn auch vorher, als die Colette mit dem Kind kommt. Dankeschön. Das wollen wir im Augenblick mal im Raum stehen lassen. Denn ich muss rasch eben noch unsere schnellste Frau Europas fragen. Wem würden Sie denn den Vorzug geben, sich von Ihnen festnehmen zu lassen? Ja, also ich muss sagen, ich habe auch mehrere gehabt. Ja, plaudern Sie ruhig, schadet ja nichts. Sie kommen ja zur Verhaftung, erst in ungefähr 4 Minuten, also. Und so richtig festgelegt habe ich mich auch noch nicht. Ich schwank auch noch zwischen zwei. Gut, dann lassen wir Sie noch einen Augenblick schwanken und dürfen Frau Herking bitten, diesen Gedankengang für ein paar Minuten noch zurückzuhalten, weil wir unseren Gästen zu Hause auch noch einmal gemeinsam mit Ihnen die Möglichkeit geben wollen, Ihr Gedächtnis etwas aufzufrischen, indem ich die Steckbriefe noch einmal deutlich mache. Hier ist das Mädchen Viviane. Es ist übrigens erstaunlich, wie sich selbst die schönsten Menschen im Polizeifoto verändern. Das erkennen Sie hier wieder einmal recht deutlich. Hier ist Paul. Ja, Paul ist natürlich ein Mann, von dem man zu sagen pflegt, er sei mit allen Wassern gewaschen. Ganz besonders mit seinem eigenen Schaumbad. Und hier haben wir Monsieur Gérard, ein Bursche, dem eigentlich alles zuzutrauen wäre, wenn es danach geht, wie einer so aussieht auf Polizeifotos. Aber das muss noch nichts besagen. Gehen wir einmal zu unseren anderen möglichen Tatverdächtigen. Das ist hier erst einmal Colette, die zweite Frau, von der wir viel Böses gehört haben. Aber wir wissen auch, wer über sie böse sprach. Und wir wissen, was für sie spricht. Hier haben wir Florence. Ja, unsere Monika Peitsch, Florence, ist eigentlich ja fast ein bisschen zu schön, um jemanden umzubringen. Aber auch da bestätigen Ausnahmen die Regel. Und hier haben wir nun Marcel. Und ich glaube, damit ist der Kreis der Verdächtigen erschöpfend gezeigt worden. Und Frau Beckenbauer schaut noch sinnend in die Runde strahlender Helden. Auch hier noch Hannelore Werner, etwas unschlüssig. Nur Ursula Herkling scheint entschlossen. Nee. Noch nicht? Nee. Jetzt ist doch wieder die ganze Theorie anders. Nein. Viviane. Colette nicht. Also fangen wir mal bei Ursula Herkling an. Also Ursula Herkling nicht, Florence, Viviane nicht, Colette nicht. Colette nicht, Florence nicht, Marcel nicht. Sag ich einfach so. Ja, würde ich nicht so schnell sagen. Ich meine, warum sind die alles nicht? Sie waren ja vorhin bei sehr interessanten Indizien. Bleiben wir doch mal bei den Indizien. Ja, ich
Die Indizien, ich bin ja auch zu doof. Die Indizien waren der Schal. Ja, wem gehört der Schal? Der Schal gehört, den hat doch das Kind um. Ja. Nein, der Schal gehört Marcel. Aha. Der Schal gehört Marcel. Ja? Erinnere ich mich richtig? Ich würde das... Der Schal gehört Marcel. Ja? Ja. Ja. Marcel. Frau Beckenbauer, das war eben der berühmte Moment, wo der Engel durch den Raum geht. Mhm. Frau Beckenbauer, sind Sie bereit zum Torschuss? Ja, also gut. Ich habe am Anfang gesagt, ich würde sagen Marcel oder Colette. Ja. Und wenn ich mir es jetzt also nacheinander überlege mit dem Schal, das Kind kam also von dem Besuch bei Janine mit der Mutter nach Hause, hatte also diesen Flecken am Schal. Der Schal lag dann unten in dem Keller und... Ja, ja, das Spiel läuft noch. Ja, der Fleck kam also durch die zerbrochene Flasche da drauf. Mhm. Ja. Marcel wollte nicht erpresst werden. Letztlich von seiner Frau und sorgte sich um seine zweite Frau und um sein Kind. Donnerwetter, sind Sie eigentlich ganz sicher, dass nur Ihr Gatte die Krimis liest? Ich habe das Gefühl, Sie haben eine ganz profunde Kenntnis in der Dramaturgie von Krimis. Ja, was so viel auf damit, sofort. Dann gehen wir sofort zu Hannelore Werner. Was sagen Sie? Ja, ich muss sagen, unten in dem Keller die Schuhe, die hinter dem Vorhang standen, das waren an für sich Männerschuhe. Schlecht geputzt auf jeden Fall, aber es waren Männerschuhe, das ist richtig, ja. Es waren Männerschuhe. Und wem können die nun wohl gehört haben? Tja, ich würde sagen, der Gerard, der ist an für sich zu sehr verdächtigt. Ja. Und ich würde auch auf Marcel tippen. Mhm. Weil, also weil er auch nicht wusste, dass sie ein anderes Testament gemacht hat. Aha. Ja, wenn das unser guter Hans Zönker hört, die Schultern werden ihm schwer werden vor der Bürde dieser Beschuldigungen, die er tragen muss. Aber ich denke, meine Damen und Herren, wir haben ganz selten in unseren bisherigen Folgen so hervorragende Hilfsdetektive gehabt, die sich, ob es richtig oder falsch ist, das werden wir in wenigen Minuten erst sehen, aber die sich so klar und präzise über Indizien an einen Täter, an einen möglichen Täter, herangepirscht haben und die sich festlegen. Ich darf jetzt also wie der Mann mit der Pfeife abpfeifen, diese Runde, und nochmal zusammenfassend fragen, ob Sie, meine Damen, zu Ihrem Wort stehen. Frau Werner, Sie sagen, es ist Marcel. Sprechen Sie es aus? Ja. Nochmal? Ja. Frau Beckenbauer, Sie sagen, es ist? Ich bleibe bei Marcel auch, ja. Sie bleiben bei Marcel. Ja. Frau Herking? Ja, natürlich ist es Hans. Ich meine Marcel. Ist Marcel. Also, meine Damen und Herren, dann wollen wir Sie nicht länger auf die Folter spannen. Wir würden auch Ihnen raten, dass Sie zu Hause jetzt abpfeifen und sich nicht noch durch Ihre Gattin oder den Herrn Sohn irritieren lassen, wenn Sie sich festgelegt haben, sondern dass Sie jetzt mit uns das Dienstzimmer des Kommissars Bernard rufen und seinen Inspektor Jeannot. Madame Pressac. Madame, nur eine Frage. An dem Abend, als der Mord an Madame Janine vorbereitet wurde, wo waren Sie da? Aber ich sagte Ihnen doch schon, bei Freunden. Ihr Dezernat hat es ja auch nachgeprüft. Ich weiß es von meinen Freunden. Aha, Sie bei Freunden und Ihr Mann zu Hause. Ich danke Ihnen, Madame. Wenn Sie bitte draußen warten wollen. Madame. Alles ist so sonnenklar, dass Sie sicher längst die Wahrheit kennen, oder? Ich bin überzeugt. Bitte erinnern Sie sich. Aber wenn schon Scheidung, dann Schluss. Ein für alle Mal. Ich wollte nicht jeden Monat daran erinnert werden. Nun komm doch rein, mein Schatz. Ich wollte nicht stimmen. Du doch nicht. Das ist Monsieur Garnier. Kommissar Bernard. Hey. Mami, guck mal, was ich hier gemacht habe. Komm rein, mein Kind. Sag auf den Dach. Los, schnell. Gib mal die Hand, wie sich das gehört. Sag mein Junge. Ach, wo wart ihr denn so lange? Fifi hat Ohrenschmerzen. Oh. Patrick, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst Papis Sachen in Ruhe lassen? Oh, was hast du denn hier gemacht? Hast du ein Tintenfass umgeschmissen oder was? Und guck dir deine Hände an. Sie sind ganz voll Tinte.
Ich hab doch gar nicht das Ding. Ach, das macht gar nichts. Schluss jetzt, du gehst auf dein Zimmer und wartest, bis ich dich rufe. Heute noch habe ich Flecke an den Händen. Und genau 2 Tage ist es her, dass der Junge mit dem Schal gespielt hatte, der seinem Vater gehörte. Naja, seinem Stiefvater. Ich habe beide holen lassen. Den Vater und den Schal. Monsieur Bressac. Guten Abend. Abend. Bitte legen Sie doch ab, Sie sind doch sehr empfindlich gegen Hitze. Und im Schönheitssalon, das wissen wir, ist es sehr heiß. Und als Sie in jener bewussten Nacht heimlich in den Salon kamen, um die Vorbereitungen zum Mord an Ihrer Ex-Frau zu treffen, da legten Sie Ihren Schal ab, genau auf den Tisch, auf denselben Platz, auf dem Minuten später Monsieur Paul seinen Karton abschellte, in dem eine zerbrochene Flasche auslief. Azulen. Monsieur Bressac, warum haben Sie das getan? Am Tag zuvor wollte ich Patrick vom Kindergarten abholen und da entdeckte ich Janins Wagen. Sie saß am Steuer und lächelte mich an. Nicht, dass sie sich versteckte, sie lächelte mich an und jetzt wusste ich, dass sie ihre Drohung wahrmachen wollte. Jetzt begann die Hölle. Sie hasste Colette. Sie wollte sie um jeden Preis vernichten. Und damit mich auch. Und wenn Sie auf Ihre Forderung eingegangen wären? Henker kapitulieren nicht. Danke. Danke sehr. Und jetzt? Was wird jetzt aus dem Jungen? Jetzt? Ich glaube nicht, dass ich ein Leben in der Gefangenschaft lange aushalten werde. Jedenfalls nicht bis zum Prozess und damit erledigt sich der Gerichtsakt wohl von selber. Für den Jungen ist gesorgt. Es ist einige Monate her, als ich den wahren Zustand meiner Krankheit erfuhr und mein ganzes Vermögen meiner Frau übertrug. Da fällt mir eine kleine Bemerkung von Ihnen ein, die mich schon längst auf die richtige Spur hätte führen müssen. Sie sagten etwas wie, man will schön bleiben und stirbt daran. Ja, das ist möglich. Nur Sie allein konnten wissen, wie Janine gestorben ist. Während einer Schönheitsbehandlung. Ja. Monsieur Janot. Könnten Sie mir einige peinliche Formalitäten ersparen? Sie meinen Ihre Frau? Ja. Das könnte ich jetzt nicht ertragen. Sie ist nicht mehr da. Ich habe sie nach Hause bringen lassen. Danke. Wachmeister. Übrigens, Chef, da war ein Anruf für Sie. So, ich habe jetzt Feierabend. Ein Schönheitssalon Jeannette. Hast du denn schon wieder einen Mord? Nein, Chef. Sie sind eingeladen. Zur Schönheitspflege. Kostenlos. Ja, meine Damen und Herren, jetzt wissen wir es endgültig. Es ist abgepfiffen. Und ich glaube, um im Sportjargon zu bleiben, ein hoher Sieg unserer drei Damen, ein souveräner Sieg. Denn eine so perfekte Auflösung haben wir selten gehabt. Und ich frage mich wirklich, wie viel muss Franz von Krimis verstehen, der sie ja nun liest, wenn Sie schon so perfekt sind? Vielen Dank. Und Frau Herking, Ihre zielsichere Bemerkung mit dem Schal gab ja auch den Schlüssel. Ganz verlegen. Gucken Sie jetzt und überlegen vielleicht doch ernsthaft, ob Sie es doch mal selber schreiben sollten. Wie wär's damit? Nee, Krimis kann ich nicht schreiben. Na, bin ich nicht sicher. Nach diesem Abend nicht. Und dann gebe ich ihn dir. Und Frau Hannelore, das muss ich nochmal fragen. Was ist schwieriger, Schikanenrennen oder Krimis lösen? Krimis. Krimis. Aber Sie haben es geschafft. Also wenn Sie so souverän auf der Strecke sind, glaube ich, werden wir Sie noch lange als Europas schnellste Frau bewundern können. Und ich darf Ihnen nochmal danken. Darf bitten, dass wir hier unseren obligatorischen Blumengruß an unsere Damen ausliefern. Mit besten Grüßen von Hamburg nach München. Vielen herzlichen Dank. Mit einem herzlichen Dank, liebe Frau, an Sie. Danke. Und einem toi 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 für alles Weitere auf Rennpisten, privat, beim Mörderjagen und was immer uns auch wieder zusammenführt. Ich bedanke mich bei Ihnen, ich danke Ihnen zu Hause und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.